Ein Ausblick auf das Sportwochenende und Veranstaltungstipps. Das gibt es hier jetzt für euch von uns in der OV-Videowochenschau. Doch zu Beginn zwei Meldungen. Die Ratsgruppe Lohna will bei der neuen Sporthalle sparen. Für den Bau wurden bislang 6,5 Millionen Euro eingeplant. Die Kosten sollen auf maximal 4 Millionen Euro gesenkt werden. Und in Barkum müssen im Hallenbad Mängel behoben werden. Dort gibt es noch Probleme, unter anderem mit Duschköpfen oder auch dem Wasserabfluss. Die Schwimmhalle stellt daher den Betrieb ein vom 25. Januar bis zum 5. Februar. Weitere Informationen zu diesen beiden Themen gibt es in der Samstagsausgabe der OV. Die Gala gegen Gotha ist abgehakt. Die nächste schwere Aufgabe steht bevor. Die Basketballer von Rastafechter, Tabellenzweiter der 2. Bundesliga Pro A, treten am Samstag um 19.30 Uhr bei Rent4 Office Nürnberg an. Nach 6 Siegen in Folge und mit dem jüngsten 88:63 gegen Gotha im Rücken reisen die Rastaner selbstbewusst an. Wenn wir so spielen wie am Sonntag gegen Gotha, sind wir schwer zu schlagen, sagt Rastas Trainer Andreas Wagner vor dem Spiel beim Vorjahreshalbfinalisten. Nicht nur die Basketballer von Rastafechter treten auswärts an, auch die Volleyballerinnen des VfL Oite und die Handballerin von SFN Vechta sind auf Reisen. Oite, amtierender Meister der 2. Bundesliga, aktuell aber nur 5., tritt beim Vizemeister TV Gladbeck an. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Bereits um 18 Uhr sind Vechtas Handballerinnen im Spitzenspiel der Oberliga Nordsee gefordert. Vechta, Spitzenreiter, gastiert beim punktgleichen Tabellenzweiten VfL Stade. Zahlreiche Funktionen gibt es unter www.ov-digital.de und heute zeige ich euch unsere Suchfunktion, denn die kann sehr viel und einige, die kennen es von zu Hause, man sucht nochmal einen Artikel über eine Veranstaltung, über einen Freund, über ein Thema, was man gerne haben möchte, was man gerne suchen möchte. Wir haben hier mal das Beispiel Dammer Karneval, ist ja bald soweit, die 5. Jahreszeit in Damme. Einfach den Suchbegriff oben eingeben auf der Webseite. Unsere Suche gibt den dementsprechenden Artikel und die Seite aus. Zeigt euch den kurzen Textanriss an und wer jetzt kein OV-Digital-Abo hat, überhaupt kein Problem. Alle unsere Digitalausgaben der OV und unsere Magazine lassen sich natürlich auch einzeln kaufen. Als E-Paper und 3 Tage nach Veröffentlichung auch als PDF. Viel Spaß mit der OV-Suche und weitere Infos demnächst hier. Zum Schluss noch 2 Veranstaltungstipps. Am Samstag tritt die Band Jazz for Fun im Gulfhaus auf. Beginn ist um 20 Uhr. Und wer von euch schon immer davon geträumt hat, mal in einem Film mitzuspielen, der ist am Sonntag beim Bürgercasting gut aufgehoben. Denn von 9 bis 20 Uhr suchen die Filmemacher Thomas Nentwich und André Förster Komparsen, Schauspieler, Darsteller, Statisten für ihren Integrationsfilm. Das Ganze findet statt im Kino in Vechta. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis bald.